schon, bitte tut es so dermaßen weh. Stirb einfach! Stirb! Oh, ja. Oh mein Gott. Ah ja. Oh. Biamutschka! Ja, Kremlin, geiles Schiff. Erstmal so gesagt. So, ja, und damit willkommen zu einer neuen Runde World of Warships. Diesmal in der Kremlin. Da kommen Schüsse, das ist nicht geil. Die Reichweite ist ein bisschen mau, aber ich muss sagen, naja, wenn man Kurfürst gespielt hat, ist das eigentlich relativ. Also eigentlich egal. Denn man kann damit durchaus arbeiten, ich meine. So ist ja nicht. Ja, das war kein Killstil. Na. Dass die Yamato darüber schießen kann, ist echt eine Frechheit. Die Montana, nicht die Yamato. Okay, wo will ich denn jetzt hin? Gut, unser Team hat sich gut auf C und B verteilt. Das ist doch schon mal ganz angenehm. Leider haben wir auch Leute, die auf A sind und dementsprechend wahrscheinlich sehr schnell sterben werden. Die Kurfers zum Beispiel. Weil die halt von jedem Fokus wird. Das Moment kann ich gar nicht sehen, weil ich gar nicht so weit schauen kann. Das ist mein geliebter Freund von eben. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Das ist schon mal schlau. Was ich eigentlich nicht gut heißen kann, weil ich ihn dann nicht killen möchte, aber gut. Ah, scheiße. Gut, ich hab gedacht, es hat das Schiff nicht eigentlich irgendwie plus irgendwas? Sexuell. Irgendwie hat das Schiff nicht irgendwie noch Heilradar oder so ein Kram gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. War das nicht irgendwie so? Schließlich würde ich jetzt gerne Radar haben. Zumal da hinten irgendwo eine Montana hängt und ich die halt nicht sehen kann. Deswegen wäre das schon echt angenehm. Ich bin entdeckt und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das von einem Zerstörer ist, denn hier ist, glaube ich, einfach nichts anderes in der Nähe, was mich hätte aufdecken können. Wo ist die Montana jetzt hin? Ich bin mir sicher, der Typ hier alleine ist, die Montana, wird 100% nicht umdrehen und dann hier wieder rausploppen. Irgendwie werde ich ihn da vorne gleich sehen, wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen, ich meine. Ich meine, warum nicht? Ich hoffe. Irgendwann vielleicht. Ich sollte auf meine rechte Seite anschalten. Da ist eine Kremlin, ein Musashi und ein Salem und da ist noch... Oh. Also hat er doch umgedreht. Ah, das hat echt lange gedauert. Ich dachte, er wäre schon längst irgendwie jeden da am Arsch der Welt wieder. Oder er hat ganz stundenlang überlegt, was er machen soll. Das kann nicht auch sein. Okay, da hinten ist auch eine Yamato noch. Und die sollte mir eigentlich egal sein. Guckt er mich an? Guckt er meine Richtung? Es geht. Da sollte ich mich auf jeden Fall vorsichtig nehmen, weil Yamato immer noch sehr gefährlich, meiner Meinung nach. Selbst in diesem Schiff, denn... Man kann diese Front immer noch gut penetrieren, weil die Panzerung nicht so gelegt ist wie bei der Kurfürst. Die Panzerung bei diesem Schiff hier ist immer noch so, dass halt vorne ist halt immer noch 32 mm da, wo man halt hinschießt mit der Yamato und da kommt man halt dementsprechend durch. Die gute Panzerung ist hier halt nur so an den Seiten. Die 60, waren das 60 mm? Ich meine schon. Deswegen kann man das Schiff immer noch von der Front penetrieren. Mit der Yamato zum Beispiel zumindest. Wo will ich lang ploppen? Will ich hinten? Ich glaube, ich will hinter ihm aufploppen. So ein richtiger Huren-Move. Bei. Nee, komm, wenn ich jetzt hier rechts lang fahre, werde ich zu krass in Fokus. Das will ich nicht. Ich meine, wir haben gerade Panzerung, aber kein Schiff ist unsterblich und ich habe keinen Bock, jetzt hier Dauerfeuer kassieren zu bekommen. Reichweite hat unsere Artillerie eigentlich. Nur 6,6, ja nix. Schade. Haben wir... Leute, was haben wir für Flugabwehrreichweite? 6,6 als ob. Okay, dafür ist die Mittelstrecken echt scheiße, aber... Oh, die Kurzstreckenreichweite ist auch gut. So. Kommen wir jetzt hier rum? Ja. Dreht er jetzt, weil er mich gesehen hat? Ja. Dreht er genug? Nein. Kann ich abbremsen und übelst seine Schilds ins Nichts fliegen lassen? Na, vielleicht. Na, okay, es geht.
die Abpraller, oh mein Gott. Also ich kann schon mal jetzt sagen, wenn dieses Schiff genau die gleiche Kaliber hätte wie die Yamato, wäre das Schiff OP. Dann wäre das Schiff wirklich OP. Ich finde es jetzt eigentlich mit diesen Kanonen immer noch, also auch wenn es nur 3 mm sind, die bis zu 460 fehlen, das ist halt trotzdem schon ein ganz schönes Stückchen. Was uns halt daran hindert, gewisse Panzerungsteile easy zu klatschen. Ja. Okay, die Yamato hat uns gesehen, das ist nicht gut. Ich hatte in jedem Schiff, was ich spiele, habe ich immer Angst vor einer Yamato, ich habe keine Ahnung. Außer einem Zerstörer, dann ist die Streuung auf meiner Seite. Gott sei auf meiner Seite und lass mich seinen einzigartigen Schwachpunkt treffen. Also, ja. Das war wie scheint nicht gut genug. Ich muss mehr beten, dann geht das irgendwie. Leute, ich habe fast nichts gemacht und die Feinde sind fast alle tot. Was ist denn Scheiße? Ich dachte, wir verlieren das. Weil wir keine Caps haben. Okay, wir haben nur eins. Und die Feinde haben zwei, deswegen. Oh mein Gott, ich komme echt nicht durch damit, ey. Ich fasse nicht dahin. Kann ich auf die. Nee, ich kann nicht. Ich hätte einfach reinwaschen sollen. Ich glaube, das wäre geiler gewesen. Warum sind die zwei Zähne Starschiffe bei mir? Was macht ihr beiden hier? Seid genauso nutzlos wie ich gerade. Ja, diese Schüsse kommen echt gut. Aber der Typ ist echt langsam, also. Trotzdem, die kommen. Oh nein, die sehen nicht schlecht aus. Oh Gott, ich glaube, die fliegen rüber. Na, es geht. Das Ding ist, ist hier, oh. Ah, jetzt hätte ich gerne ein Flugzeug und so. Wenn er jetzt da stehen bleibt, dann kann ich ihn doch locker die Scheiße aus ihm rausprügeln. Warum auch immer jetzt nicht mehr entdeckt ist, der Boy. Bitte seh einfach nicht, dass mein Turm sich gerade zu dir dreht. Er hat's aber gesehen, kann das sein? Ne, er hat's gesehen, er ist weggedreht. Scheiße. Scheiß doch, wir fahren jetzt einfach rein. Ich meine, es sind so wenig Leute noch übrig und wenn ich jetzt sterbe, ist mir egal. Ich will irgendwie Edge noch haben. Wäre voll langweilig sonst. Ist tatsächlich auch erst gerade die zweite Runde in diesem Schiff. Ich habe, glaube ich, gestern die erste Runde gespielt. Die war echt witzig. Ich glaube, ich habe es wirklich vorgehalten, oder? Doch, ich habe genug vorgehalten. Ah, nee, Durchschläge. Oh, ich wusste es. Okay, einer aber. Es ist nicht meine Zitadelle dabei. Es ist schon traurig. Was hat der Typ vor? Ach so, er dreht. Ach so, der ist ja gar keiner von unserem Team. Der kann einfach wegdrehen, der Arsch. Der kann hier nicht wegdrehen. Oder der... Weiß gar nicht, dass ich auf ihn schießen will. Das ist gut. Also die Schüsse von diesem Schiff sind echt geil präzise, muss ich sagen. Und ich habe echt scheiße geschossen. Sieht das so aus oder ist das echt so? Ja, ich glaube, das lag. Ja, ich habe echt scheiße geschossen. Conqueror, du könntest bitte nicht in meine Richtung fahren, Boy. Wenn ich dir jetzt eine reindrücke, ist mir scheißegal. Casting Strike. Oder jedenfalls die Zitadelle. Flugabwehr! Boah, ich möchte mal einfach eine Runde haben, wo ich der Letzte bin gegen einen Flugzeugträger. Weil die Flugabwehr von diesem Schiff ist so sexuell, oh mein Gott. Das glaubt ihr gar nicht. Obwohl, außer die Leute, die das Schiff auch haben. Das ist perfekte Breitseite für mich, Yami. Ich müsste gerne die Yamato da klatschen, endlich.
er gesagt, hier direkt vor mir, weil, ne? Da hinten ist immer noch die Montana, die schon seit Ewigkeiten die ganze Zeit nur wegfährt, Alter. So, Boy. Guck mit deinen Türmen schon die ganze Zeit so in meine Richtung, so, oh ja, wo soll ich hinschießen? Ich hab genau mein Ziel schon in Reichweite, Boy. Ich krieg das nichts ab, Scheiße. Mann! Was ein Scheiß! Ich hasse dich! 4 Flugzeuge weggehauen, haha! Wo kommen die Schüsse her? Ach ja, sagen wir was. Oh, da bin ich jetzt in der richtigen Slicklage. Ich muss den Typen jetzt killen hier rechts oder ich bin gefickt. Weil meine Breitzeit ist echt sexuell für die Feinde. Die denken sich so, geil, da zwiebel ich da rein. Genau das meine ich, pass auf. Ja, das tut weh. So, hier, das ist jetzt dein Tod. Du hast mir zu viel Seite gezeigt, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe richtig wenig Leben, aber es war es mir jetzt egal. Komm, scheiß drauf. Einfach rein jetzt hier. Ich will Action haben. Oh, da war meine Panzerung, Bitch. Komm, jetzt der Flugzeug her. Ploppt einfach aus dem Nichts. Komm schon, gib mir Kills. Irgendwas. Oh, du kleine Pussy. Ich wechsle gleich auf HE, du Arsch. Oh, kann er mir nicht mal seine Seite zeigen? Oh, ich hasse diese Durchschläge. Aua. Oh, ich liebe Panzerung. Ey, ohne Scheiß, wenn ich Montana spiele, ne, dann habe ich gar keinen Bock mehr, gegen den Kremlin zu spielen. Weil genau das dann passiert, was gerade passiert mit ihm. Ich meine, man kann nichts machen mit seinem Kaliber gegen eine Kremlin. Die ist so fett gepanzert. Nur wenn die Seite gezeigt wird, dann... Wo soll ich drauf schießen? Wo soll ich drauf schießen? Wo soll ich drauf schießen? Na komm, wenn er mal seine Seite zeigt, dann schieße ich hier drauf. Oh, oh Gott. Miesbrrr, keine Ahnung. Das war's mir sowas von wert, du kleiner Pisser da hinten, ey. Die ganze Zeit gehst du mir auf den Sack mit deinem Abhauen und so. Na, wir mal auf zurückficken. Und ich darf ihn jetzt, glaube ich, auch echt zu Ende zu Tode ficken, oder? Darf ich ihn jetzt klatschen? Ja, der ist tot. Oh, danke schön. Lol. Kremlin. Ah, danke schön, Mate. Bin gerade in Wallung, ich will noch einen 6. Kill haben, Mann. Wenn ich so schieße, dann müsste ich doch eigentlich übelst ficken, oder nicht? Sag mir jetzt nicht, der hat voll wenig Leben nur noch. Oh. Latsch nach! Schneller! Los! Bevor ich mich vergesse! Haut auf ihn abzuschießen! Das ist mein 6. Kill! Komm schon! Nein! Komm, diese 3000 Leben, die könnt ihr mir auch wohl. Ja, ich hab Krake, ist auch egal. Aber auch einfach aus Prinzip. Aus Prinzip! Und durchstoßen. Also wer sagt, dieses Schiff ist OP, labert scheiße. Also ganz ehrlich, da kann ich absolut nicht nachvollziehen. So, aber am Ende haben wir doch noch ganz schön viel gemacht. Ich dachte, das wird jetzt so eine Runde, wo ich dann... Oh, ich hasse diese Runden, wo man gewinnt und dann nichts macht. Das ist so traurig immer, das ist so nervig. Das ist schlimmer, als gut zu spielen und zu verlieren. Okay, wo war ich genau? Montana, du gehst mir auf den Sack. Hast die ganze Zeit abgefuckt, deswegen kriegst du das. Und Montana das Gleiche. Auch wenn er die ganze Zeit weggefahren ist, hat er es gut gemacht. Ich meine, er hätte nichts anderes machen können. Ich meine, wäre dumm für ihn gewesen, wenn er jetzt reingefahren wäre und gestorben sofort. Das hätte ihm nichts gebracht. Das hätte ihm halt wirklich absolut gar nichts gebracht. Deswegen immer hier Leute loben, weil... Keine Ahnung. Ist halt so. Gut, die Montana haben wir komplett gefickt aus dem Leben. Weil er uns endlich mal die Seite gezeigt hat. Wenn er, ich glaube... Ja, diese Türme sind echt geil, aber wenn man halt zu viel anwinkelt, dann kann man nichts reißen. Dann hätte ich vielleicht so auf den Arsch schießen sollen, dann hätte ich ihn vielleicht so penetrieren können, ich weiß nicht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, Abbrenner zu bekommen, oder auch wieder. Scheiße. Ja, 12 Captain's EP, geil. Mein Captain ist gerade mal auf Level 13 oder so. Ist halt nix. Ich bin lange nicht auf Level 19, aber gut. So, das war die Runde in der Kremlin, die erste, und ja, dieses Schiff ist halt gut, aber Seite zeigen und so ist man halt eigentlich wie eine Yamato direkt gefickt, wie man schon gesehen hat.
Ich musste halt nur ein bisschen mehr Breitseite zeigen zu der Montana und die konnten mir direkt richtig viel reindrücken. Also mit der Yamato und der Montana da, das war riskant und ich habe es auch erst spät gesehen, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. War trotzdem geile Runde und ja. Ansonsten war es das dann jetzt von dieser Runde und dann sieht man sich in der nächsten wieder. Bis dann, Leute. Ciao.